Guten Tag, Leute. Ich habe heute mein ernst und zugleich lustiges Video oder Thema. Es ist passiert. CL Mimimi, so wurde er von einem anderen YouTube-Kollegen genannt, der nicht weit von hier wohnt und mit dem ich schon ein Video gemacht habe, hat mein Video gesehen. Mehrmalige Aufforderung sozusagen. Ich habe mehrmals unter seinen Videos kommentiert. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Ich glaube, alle von euch, die schon das alte, ursprüngliche Video gesehen haben, wissen, über wen ich rede. der so bekannt ist, dafür rumzuheulen. Ich habe nämlich einen Teil auf sein Video reagiert, wo er aus dem Club rausgegangen ist oder beziehungsweise geheult hat, was ihm alles nicht passt und was er alles machen muss und blabliblub. Junge, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat... Wenn er eine Weste anhat, dann sind da nur Tampons und Taschentücher drin. Ja. Mehr befindet sich da nicht. diese Meldemuschi hat mein Video bei YouTube sperren lassen. So, pass auf. Ich habe ja seinen Namen in dem Thumbnail benutzt, was nicht verboten ist. Ich habe seinen Namen in die Titelbeschreibung getan. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so verboten ist das nicht, weil das hat nichts mit Urheberrechts. Oder er meint ja auch zum Beispiel, ich darf ihn nicht mal in einem Video erwähnen. Stimmt auch nicht, hat nichts mit Urheberrechtsverletzung zu tun. Und wegen diesen Sachen hat er das Video gemeldet. Aber nicht, weil ich Teile von seinem Video in meinem Video verwendet habe. Und da würde eine Urheberrechtsverletzung eventuell bestehen, wäre da nicht das Zitatrecht, auf welches ich nämlich zurückgreifen kann. Und darüber habe ich mich schlauer gemacht. Warum ich jetzt bei YouTube keine Gegenstellungnahme mache? Weil mir der Aufwand das nicht wert ist. Erstens verdiene ich kein Geld mit YouTube. Zweitens, wofür? Aber für so einen Affen, der so blöd ist, da jetzt so einen Brei rauszumachen. Ich habe das Video jetzt nochmal neu geschnitten. Ich habe es gekürzt. Um einige Minuten sogar. Ich habe so viele... ich sag mal netten Worte oder neutrale, nette und gute Worte an ihnen, die ich damals halt gehabt habe und auch die Meinung, die ich über ihn gehabt habe. Es ging sich ja nur darum, was er falsch gemacht hat in dem Motorradclub-Content beziehungsweise mit seinem Verhalten. Ansonsten fand ich ihn damals auf jeden Fall noch okay. Er war immer schon speziell, es ist seine Art. Aber sonst fand ich, hat er ganz coole Videos gemacht. Aber jetzt mit der Nummer ist er bei ganz vielen YouTubern unten durch. Er hatte eine faire Chance. Also ich habe überraschenderweise viele Kommentare über Instagram bekommen, was denn mit dem los ist oder sein Helm würde zu eng sitzen oder was weiß ich. Also Leute, die lustigsten Sachen, da müsst ihr euch mal, also das ist schon krass. Also da bin ich schon stolz, dass auch größere YouTuber als er und als ich sowieso, ich bin da nur ganz klein, mir Zuspruch geben, weil erstens habe ich nichts falsch gemacht. Ich glaube, hier regnet es gleich. Und dass das einfach eine lächerliche Nummer ist von ihm und dann, dass er auch noch wegen dem Falschen mein Video striken lässt. Dafür könnte ich mich kaputt lachen, echt. Ich hab damit zu lachen. Also, darf nicht wahr sein. Auf jeden Fall, ich habe das Video gekürzt. Ich glaube, das ist auch schon, ja, das müsste schon online sein. Das ist ja so eine kleine Stellungnahme, sage ich jetzt mal dazu. Und das ist eine Lachnummer. Also ehrlich, das ist eine absolute Lachnummer. Weißt du, wenn ein Reaktionsvideo, da, ihr bräucht auch nur mal die Videos von Solmecke reinziehen. Das ist ja dieser Anwalt, der auch für viele YouTuber da was macht. Und der macht ja selber YouTube-Videos. Und er beschreibt es perfekt. Wenn du Teile, wenn ein Video auf YouTube hochgeladen ist, ist es ja schon legal oben. Und du darfst davon zitieren. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe das Video nicht verwendet, um sein Content zu klauen. Nein, ich habe ja mein Content gemacht. Ich habe ja meine Meinung, beziehungsweise ist ja keine Meinung über dieses Thema. Das ist ja keine Meinung, das ist eine Regel. Und darauf muss ich ja jetzt auch nicht eingehen, so ganz genau. Ne? Aber es ist ein eigener Content. Und ich habe ihn auch nicht beleidigt. Ich würde jetzt sagen, nein. Ich glaube, dass er das Video gar nicht gesehen hat.
Weil sonst hätte der wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, vielleicht gar nicht gemeldet, weil ich habe auch am Ende gesagt, dass seine Videos sonst eigentlich ganz gut sind und er soll einfach weitermachen mit dem, was er sonst macht. Einfach das, was andere Leute, die seine Videos gucken, auch unter seine Videos kommentieren, also die positiven Dinge, das hat er anscheinend alles gar nicht gesehen. Deswegen ist für mich also mit diesen Mimimi-Typen vorbei. Ja, vielleicht greife ich ja noch den einen oder anderen Abonnenten ab von ihm oder so, weil so ein YouTube, ich sage jetzt mal YouTube-Beef, ist eigentlich ja immer nur ein Vorteil. Für mich kann es jetzt ja nur ein Vorteil sein, weil ich bin ganz klein. aber ich finde es, das ist eine absolute Lachnummer, Leute. das Ding ist jetzt auch, wo ich das Video jetzt neu geschnitten habe und alle netten Sachen, die ich über ihn gesagt habe, habe ich ja weggeschnitten und ich habe bewusst auch ein bisschen, ja, ein paar provokante Sachen noch zusätzlich reingesetzt, nimmt das Video eine ganz, 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 ganz andere Haltung. Also es ist echt immer so, da habe ich auch erstmal so richtig gemerkt, wenn man nur gewisse Sachen weglässt, dann kann man alles völlig anders verstehen. Und so, wie man es jetzt auch versteht, so meine ich das jetzt auch. Was macht der hier? Mein erstes Mal Beef auf YouTube, würde ich jetzt sagen, erfolgreich. Also für mich ist das gut und mir ist das auch egal. Der hat ja zum Beispiel, also ich habe ja unter seinem Video, da hat er sich darüber ausgelassen, warum so viele Leute den Daumen runter machen und negativ oder ihn kritisieren, negativ kommentieren. Ja, dann kam damit, also was gar nichts mit ihm zu tun hat, warum man unter Delfin-Videos, wenn dann schöner Delfin schwimmt oder irgendwelche Tiervideos, warum man das negativ bewerten würde, frage ich mich, was hat das denn mit ihm zu tun? Dachte ich mir wieder, Junge, hast du deinen Tampon vielleicht ins falsche Loch gesteckt oder was ist? Also, ganz ehrlich, der hat ja voll einen an der Klatsche, der Kerl. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, aber der ist vollkommen auf. So, bist du am Arsch. Und ja, jetzt fängt es auch noch an zu pissen, aber ist mir egal. Also der checkt auch gar nichts. Wenn jemand ganz normale Kritik nur unter seinem Video macht, die beleidigen ihn nicht. Die sagen nur, Junge, das ist irgendwie nicht ganz richtig, was du da sagst oder so. Und jeder darf ja seine freie Meinung äußern, außer ich anscheinend. der kommentiert immer das Gleiche mit, ja, nee, du hast das Video auch nicht verstanden, danke trotzdem, bla, bla. Dann ist immer so eine eingeschnappte Antwort unten drunter. Und das häuft sich. Das immer, fast immer so ungefähr die gleiche Wortlaute sind das. Und dann denke ich mir, also Kritik kann der überhaupt nicht vertragen. Er sagte mir, oder er schreibt dann, er hätte mich gebeten, den Namen daraus zu nehmen, blabliblub. Und am gleichen Tag oder wahrscheinlich im gleichen Moment hat er mein Video sogar noch gemeldet. Also hat er mir gar nicht die Chance gegeben, da großartig das rauszulöschen. In dem ersten Moment dachte ich mir auch jetzt, warum soll ich das denn jetzt löschen? Das ist ja eigentlich Schwachsinn. So gegen Abend habe ich da ein bisschen anders gedacht und dann abends hatte ich schon die E-Mail von YouTube, ja, das Video wurde gelöscht, weil der gemeldet hat. Jo, der hat ja vielleicht, Geduld, der Kerl. Da dachte ich mir, ja, alles klar, okay. E-Mail-Adresse von Ihnen habe ich jetzt auch. Ich war sogar dran, ich habe eine E-Mail geschrieben. Ich habe angefangen, eine E-Mail ihm zu schreiben. Ich war sogar dran, dass ich in dem Gegenkomme, alles klar, ich nehme deinen Namen soweit raus. Hab dann auch reingeschrieben, ich glaube nicht, dass du das Video gesehen hast, sonst würdest du wahrscheinlich anders denken, weil ich auch sehr viel positiv gesprochen habe. Jetzt fängt das hier echt an zu pissen. Im gleichen Moment hat er aber einen Kommentar unter seinem eigenen Video an mich gerichtet, geschrieben. Da habe ich das alles wieder gelöscht und die E-Mail erst gar nicht abgeschickt. Dann habe ich darunter einmal noch was geschrieben und mehr wird von mir da auch nicht mehr kommen. Also erstens ist das Kindergartenkram, was er da mit seinem Club-Content gemacht hat, weil der einfach sich wie im Kindergarten benimmt. Und was jetzt passiert, ist auch Kindergartenkram. Ach, ist ja völlig egal. Er ist nun mal so, wie er ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ein bisschen mehr Grips in der Birne hätte. Aber er versteht verdammt viel nicht. Er hat das Video nicht verstanden, wenn er es denn überhaupt ganz geguckt hat. Er versteht die Kritiken oder auch viele positiven Sachen nicht. Er geht auf fast gar nichts ein, was die Leute darunter schreiben. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Also der ist sehr, sehr engstirnig und naja, ist dann halt so, Leute. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig und lächerlich vor allen Dingen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch mit dem Neuschneiden meines Videos einen Spaß draus gemacht. Ich habe schon Geschichten von
dir und über dich gehört von größeren YouTubern. Also, da kann ich mir nur im Kopf fassen. Und jetzt kann ich es auch verstehen. Nach wie vor glaube ich, dass er jetzt grundsätzlich kein Arschloch ist. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich glaube einfach nur, dass er einfach nicht alles versteht. Für mich ist das jetzt ein gefundenes Fressen in Spieß. Ja, was heißt umzudrehen nicht, aber vielleicht daraus einen Vorteil zu ziehen. Leute, genau das ist jetzt passiert. Somit habe ich jetzt auch meine erste Verwarnung. Die verfällt nach 90 Tagen. Ich habe gar nichts gemacht. Heuler Mimitech. Du wurdest nicht mit Liebe gemacht. Ich umgehe jetzt mal die Baustelle hier. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, ob bis jetzt sogar schon der ein oder andere Shopper-Vlog online gekommen ist. Vielleicht noch nicht. Aber in Zukunft gibt es auf jeden Fall Shopper-Vlogs. Nächste Tage geht es zum TÜV. Und dann bin ich damit unterwegs. Leute, haut rein. Kanal abonnieren, ne? Like da lassen und so weiter. Ihr kennt das Übliche. Ich freue mich drauf. Ja, bis im nächsten Video, Leute. Wir sehen uns.